Willkommen zurück zu Folge Let's Play Bioshock 2 mit der Niroki, ne, Yuichiro-Jacke, Akai Niroki. Adam sammeln und dann ist sexy. Wir müssen zweimal Adam sammeln. So, wir haben hier einmal Adam. Dort haben wir die anderen beiden. Oh, da ist Lems Büro. Ui. Okay, also heißt es quasi, wir machen den hier. Dann zurück. Hier den machen, oder den. Machen den wahrscheinlich zuerst. Dann zurück. Das weine Mädchen abholen. Dann die anderen beiden Adams sammeln. Und dann haben wir dieses ganze Level. Alle drei Mädchen hier befreit, die wir hier unten sehen. Okay, aber das müssen wir jetzt machen hier. Und dann gehen wir zuerst hier oben, das wir machen. Jo, geht ja die Mission weiter, aber das Level noch nicht beendet. Ach, können wir ja mal hingehen. Kann ich das nicht sammeln? Oh, ich kann bestimmt was anderes durchwerfen. Warte mal. Pass mal auf. Okay. Du siehst nicht normal aus. Ich habe leicht blöd geguckt. Kollege? Okay. Die Dinger sind, glaube ich, ganz schön stark. Vor allem ziemlich zäh. Ich habe Pläne für dich, Schätzchen. Das wird noch Spaß. Wir helfen dir nachher. Ziehen die irgendwelche mit nach da oben und dann. Das kann man sagen. So, wir hacken hier erstmal. Oh, ich hoffe, es ist kein Geräusch, was irgendwie gefährlich sein kann erstmal. Ja. Brauchen wir Munition hier. Schrotflinte. Die ist stark. Das voll machen. Nidamer voll, sehr gut. Speere will ich gar nicht haben. Sind nicht so stark ist hier. Zumindest kommen sie nicht also stark vor. Komm her. Kollege. Was B? Der ist ja wohl erledigt, ja. Tod ist tot, zieh daraus die Informationen, die du haben möchtest. Ja, wir fahren von einem Spann weg. Hey, hey.
Feind an. Okay, meine Freunde. Fenstersteuerung. Was passiert, wenn ich gleich die $10 reinmache? Okay. Ihr habt kein Geld mehr. Na gut, pass auf. Sammeln wir das Adam hier. Wir haben es gefunden. Und dann geht's los. Engel denken an ihre Mama. Erledigen wir erstmal diesen Zirkus hier. Los geht's. Schick deine Tochter heim, du Freak. Schick deine Tochter heim, du Freak. Ich verstehe das nicht. Aber wie? Daddy! Tut meinem Daddy weh! Komm wieder her! Ich geh auf den Präsentierteller! Präsentierteller! Nein! Hinter mir war noch so ein Freak. Ich werde das Adam nie kriegen, habe ich das Gefühl. Ach, fucking Bullshit. Aber wir kriegen jetzt ein bisschen Money. Wir holen uns jetzt hier gleich Verbandskästen und dann machen wir das. Und mit dem Rest Geld, was wir dann noch kriegen. Ich muss mit dem Feuer arbeiten, warte mal. Das Feuer. Ist machbar. Einfach nur zu blöd dazu. Wo ist denn dieses... Haben die das Mädchen jetzt oder was? Ah, ich hab dich vergessen. Oh ja, das habe ich auch vor. Aber vorher kaufen wir uns am Automaten Verbandskästen. Ohne Verbandskästen sehe ich wirklich nur schwarz für uns dort. Nur ein Verbandskasten können wir uns leisten, jawohl.
bisschen mehr Money wäre schon sexy. Ich kann dich noch nicht retten. Ich habe schon jemanden. Na komm, Süße. Versuch's nochmal. Dieser Engel ist einsam. Der Letzte gehört zu mir. Du willst ihn noch weg. Oh, die ist böse. Das wirst du Also in meiner Hinsicht seid ihr komplett das Gegenteil ist schön. Ich helf dir gleich! Das war so knapp! Oh, wir haben es quasi schon geschafft. Also ich verballere da oben jetzt die ganze Zeit meine ganze Munition. Ist nicht lustig. Dings. Alles nicht so geil. Aber es lief eigentlich ganz cool. Wir schaffen das jetzt. Gleich hingen noch mehr Leichen. Tun wir es auch. Einfach nur, weil ich dieses Weib da befreien will. Lass mich los! Lass los! Auf eine neue Strategie! Ich sollte mich verkriechen! Das wirst du bereuen. Achtung! Ich verheile dich, rück dich ab!
Ja, ich weiß, damit ist es fein. Aber... Fertig, Daddy, höre ich gerne. Ich stimme mich jetzt gerne. Wir haben es kaputt gemacht. Ich hole dich gleich ab, Süße. Nix. So. Jetzt aber, ja. Geschafft. Ich bin fertig, Daddy. Du warst jetzt hier aber auch lang genug. Lass dich dein Erde. Du hast mich allein gelassen, Daddy. Nee. Ich hab dir nur deinen Freiraum gelassen. Ah, was auch noch alles für ein bisschen Adam, ja. So, wir können hier weiter nach oben. Oder in diesen Raum rein. Wir gehen das in den Raum hier rein. Vergessen wir den Raum. Wir können hier noch diese... Beinigt der Raum mit den Türen auf. Ach nee, wir müssen eins nach oben. Ah, ja, stimmt. Da gibt es noch mehr. Aber jetzt gerade aber auch ganz viel Action. Ich lasse jetzt mal aus Spaß alle. Nee, warte mal, das ist so ein Elektro-Ding, ne? Aha. Verbandskästen sind immer gut. So. So weit, so gut. Nee, noch nicht. Schick dich, mein Bruder. Das ist ein Lecker, kein. Eine beschissene Blechlackein. Weißt du, wer ich bin? Alpha. Ja. Das ist aber ein schönes Büro.
Ein Alarm? Mach ihn auf, Daddy! Wo kann ich den denn ausmachen? Ach, hier. Und jetzt meine Friends, ja? Kommt mal mit. Ich bin betrunken. The fuck, warum stirbt der nicht? Sperre scheint nicht so viel ansammeln zu können. Jedes Mal, wenn du etwas hackst. Ja, Gesundheit und so ist immer gut. Alter Falter. Wo führt uns das Ganze hier hin? Aus dir mach ich Geschenk für die Mädchen. Haben sie jetzt hier unten? The fuck, Kollege? Warum hältst du eigentlich so viel auf? Den kriegen wir da auch, Leute. Ich hab keine mehr. Heute Abend hatte ich Kopfweh. Und diesmal nicht vom Gejammer der Nutten. Ich komme also rauf, um den Schmerz mit einem Drink zu killen. Und da steht doch auf meiner Hausbar eine Flasche Messwein von meinem lieben Bruder Simon. Und natürlich ist das Datum auf dem Flaschenetikett der Zugangscode zu seinem Territorium. 1919.
Ich sollte den Scheißwein durch meinen Körper jagen und ihn dann lauwarm zurückschicken. Okay, wir haben den Code. Glaube, Delta. Er lebt in uns und doch auch jenseits von uns. Daniel fehlte er. Pfarrer Simon Wales nicht. Der Gläubige stirbt nicht in Furcht, so wie du. Wir erreichen das Märtyrertum. Fuck, Alter, warum wär's denn hier mal alle mal. Na mehr? Jetzt ist Brand. Wir haben doch gesagt, du sollst. Feuer! Feuer! Ich hab das. Das ist nicht eine Lüge, dass er denn hier gehört. Okay. Hier sind drei Stück, ja. Boah, das ist wieder Arbeit, ey. Ah, hinter dieser Kreuzung liegt der Rest der Alley. Und dort sind auch die Pumpen. Da hinten hausen Pfarrer Wales und seine Glaubensfanatiker, die er für Lamb rekrutiert hat. Ich finde es sehr schön, dass er schon hier gegenseitig alle umbringt, aber irgendwie. Ich finde das auch gut, dass er für die ganz dumm immer noch mal die Nummer dasteht, obwohl ich mir sogar gemerkt habe, ja. Pfarrer Simon Wales, können Sie mich hören? Ich habe einen Teufel in Ihrer Gegend in die Falle getrieben. Und Simon. Daniel ist tot. Ermordet. Hören Sie nicht, wie er nach Gerechtigkeit schreit? Die haben dir den Saft abgedreht. Du sitzt fest, bis die Notstromversorgung anspringt. Ich helfe dir, dir die Meute vom Leib zu halten. Sieh in der Rohrpost nach. Wisse, Bestie. Daniels Körper mag erkalten, aber seine Seele ruht im Kinde des Lamms. Du wirst in der Hölle schmoren und ich werde ein trauernder Bruder sein, der dich dorthin schickt. Ja, okay, ich merke schon, lieber in Bewegung bleiben. Deine Sünde holt dich ein, Bestie. Und sie hat unzählige Namen. Yeah.
Alter Falter. Mein Spiel hat sich schon wieder einfach geschlossen. Ohne Grund. Alter, ich hoffe, ich muss nicht alles von vorne machen. Warte mal, ich starte mal neu. Alter, wenn ich alles von vorne machen muss, dann... So ein Hals, Leute. Boah, nee, ich habe keinen Bock, dass Adam nochmal zusammen und diesen Typ da zu killen. Ich habe keine Lust. Ja, weiter. Nee, Bioshock, jetzt keine Spaß mit Musik. Von mir? Nö, wisst ihr? Kann ich irgendwann im Livestream machen. Irgendwann mal wieder, ja? Wenn ich Bock hab. Ne. Jetzt mache ich erstmal eine Pause. Ich hab nicht vor, den ganzen Scheiß nochmal zu machen. Ich mache jetzt erstmal Pause von Bioshock, ja? Ich mach weiter irgendwann. Ciao. Ey, so ein Hals ist gerade.